Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz mit der SPÖ-Partei und Clubvorsitzenden zum Anti-Corona-Plan der SPÖ und zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Corona. Ich darf die Partei- und Clubvorsitzende um ihre Stellungnahme bitten. Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hoffe, Sie alle hatten schöne Feiertage und vielen Dank für Ihr Kommen heute zu einem Thema, das uns leider die letzten 11 Monate nicht unbekannt ist, nämlich Corona in Österreich. Wenn letzten Sonntag Österreich mit den ersten Covid-Impfungen begonnen hat, dann ist das positiv, dann gibt es Zuversicht, dann ist das eine Chance, sogar eine sehr, sehr große Chance. Was die Covid-Impfung allerdings zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht ist, sie ist kein Schaukelstuhl für die Bundesregierung. Man darf sich nämlich jetzt nicht zurücklehnen. Nämlich allein zu glauben, dass die Aussicht auf die Impfaktion 2021 alle bestehenden Probleme mit einem Schlag lösen wird, das wäre eine wirklich grobe Fehleinschätzung und es wäre auch eine gefährliche Fehleinschätzung. Denn eines muss klar sein, bis die Covid-Impfung wirklich flächendeckend in Österreich der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht, bis hier auch eine hohe Impfbeteiligung in der Bevölkerung in den nächsten Monaten erreicht werden kann, werden noch einige Monate vergehen. Aus meiner Sicht und aus Sicht der Expertinnen und Experten sollte diese Zeit natürlich so kurz wie möglich sein. Es wäre wichtig, dass die Bevölkerung so rasch wie möglich natürlich Zugang zur Covid-Impfung hat und wir eine hohe Durchimpfungsrate in Österreich erreichen. Aber nichtsdestotrotz liegen da noch einige Monate vor uns und das Ziel Österreichs muss jetzt sein, sicher durch diese nächsten Monate zu kommen, ohne Lockdown natürlich. Das Ziel muss sein, die Infektionszahlen, die wir jetzt mit einem dritten Lockdown versuchen, auf ein niedriges Niveau zu bekommen, diese Infektionszahlen auf diesem niedrigen Niveau auch konstant halten zu können. Das Ziel muss sein, weitere Lockdowns zu verhindern, mit all den verheerenden Folgen, die mit Lockdowns natürlich verbunden sind, im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich, im Bereich des Arbeitsmarktes. Und um dieses Ziel gemeinsam auch zu erreichen, braucht es im Wesentlichen 5 Punkte und braucht es endlich einen klaren Corona-Plan. Einen klaren Corona-Plan, den ich Ihnen heute hier gebunden und in dieser Form vorlegen werde und auch erläutern werde. Wie schaut dieser Plan aus? Neben den schon oft diskutierten und geforderten Punkten wie Aufrüstung der Intensivstationen österreichweit für eventuelle weitere Notfall- oder Notfälle, die epidemiologisch ja nach wie vor kommen können, neben den strengen Sicherheitsplänen und Konzepten für wichtige Bereiche wie Alters- und Pflegeheime, aber auch Sicherheitskonzepte im Bereich der Schulen, der Bildungseinrichtungen, sind da vor allem 3 wichtige Punkte nennenswert. Zum einen braucht es endlich ein funktionierendes Contact Tracing. Ein Contact Tracing, das dieser Corona-Pandemie gewachsen ist. Zum zweiten braucht es nicht nur eine österreichweite Teststrategie, es braucht eine neue, eine innovative Teststrategie für Österreich. Und zum dritten braucht es endlich eine perfekt vorbereitete Corona-Impfstrategie für 2021. Im Bereich des Contact Tracings, glaube ich, habe ich Ihnen schon sehr viel in den letzten Wochen und Monaten gesagt. Aber eines ist klar und es ist und bleibt eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen jegliche Epidemie und natürlich auch gegen diese Corona-Pandemie. Und es wird nur mittels eines wirksamen und effizient wirklich funktionierenden Kontaktpersonenverfolgungssystems möglich sein, niedrige Fallzahlen konstant zu halten. Also wenn wir jetzt alle Anstrengungen in diesen dritten Lockdown legen, alle Entbehrungen, die damit verbunden sind und auf ein niedriges Niveau hoffentlich im Jänner kommen, dann muss unser Ziel sein, dieses niedrige Niveau an Infektionszahlen zu halten. Und das wird ohne funktionierenden Kontaktpersonenverfolgungssystem nicht funktionieren. Und da braucht es
zwei entscheidende Punkte, damit das endlich funktioniert. Nach 11 Monaten denkt man sich, ja, Zeit wird's. Das ist vor allem im Bereich der Digitalisierung. Da kann man nicht weiter auf manuell setzen. Da müssen die Vorgänge beschleunigt und effizienter gestaltet werden. Da braucht es einen Digitalisierungsschub im Bereich des Contact Tracings und es braucht mehr Personal, es braucht mehr Manpower. Und ich habe immer gesagt, mindestens 1000 zusätzliche Kräfte, die österreichweit eingesetzt werden im Bereich des Contact Tracings, wären ein notwendiger und richtiger Ansatz. Allerdings nicht mit dem Finger bitte auf Bundesländer und Bezirkshauptmannschaften zeigen. Da braucht es schon die Unterstützung der Bundesregierung und des Gesundheitsministeriums, um hier österreichweit einheitlich aufzurüsten. Zum Testen. Teststrategie. Ich werde jetzt nicht in die Details einer Teststrategie eingehen. Ich habe dazu schon sehr, sehr viel gesagt. Neben den klassischen Schwerpunkten einer österreichweiten Teststrategie braucht es aus meiner Sicht endlich einen mutigen Strategiewechsel beim Testen. Einen Strategiewechsel, der dadurch ermöglicht wird, dass in Kürze neue Tests auch in Europa zur Verfügung stehen werden, die sehr einfach selbst durchgeführt werden können von den Menschen, quasi im Wohnzimmer durchführbar sind, weil sie sehr einfach zu handhaben sind, weil man kein medizinisches Personal zur Abnahme mehr braucht. Diese Tests sind in Amerika bereits zugelassen und die Zulassung und zur Verfügungstellung für Europa ist im Gange. Diese Wohnzimmertests sind, und das müssen sie sein, müssen kostenlos sein. Sie müssen einfach den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann es gelingen, dass auch ein großer Teil der Bevölkerung das annehmen würde. Und das Ziel ist, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung diese Tests zu Hause zweimal pro Woche durchführt. Wenn das der Fall ist, wenn das gelingt, dann kann es damit sozusagen gelingen, das Virus stark einzubremsen und auszubremsen und die niedrigen Fallzahlen, die man durch Lockdowns erreicht, quasi konstant zu halten. Das wäre das Ziel mit einer Wohnzimmerteststrategie. Quasi wir testen uns sicher durch die nächsten Monate. Es ist eine Frage auch der Eigenverantwortung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich hatte sehr viele Bekannte und Freunde und mir wurde das auch vielfach erzählt, dass viele Menschen jetzt gerade vor Weihnachten in die Apotheke gegangen sind und sich Antigentests selbst besorgt haben, um diese Tests zu machen. Sie haben sich testen lassen, gezielt, um sicher in die Weihnachtsfeiertage, in die Weihnachtsfeste zu gehen, zum Schutz vor allem ihrer älteren Verwandten. Das sieht man, wenn die Leute den Sinn und den eigenen Nutzen hinter dieser Testung spüren und verstehen, dann steigt natürlich auch die Bereitschaft, sich testen zu lassen und daran teilzunehmen, dann steigt auch der Grad der Eigenverantwortung. Und genau dort müssen wir hin. Die Menschen müssen verstehen, dass es für sie ein Nutzen ist und eine Sinnhaftigkeit hat. Und deswegen wären diese Selbsttests, diese Wohnzimmertests genau der richtige Ansatz, wenn sie flächendeckend, kostenfrei und einfach niederschwellig den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Und ich bin der Meinung, in dieser Phase, in der wir sind, sollte die Bundesregierung jedenfalls den Einsatz dieser Tests in Österreich schnell prüfen. Und diese Prüfung erfolgt auch schon in anderen Ländern wie in Deutschland zum Beispiel, wo die Bundesregierung diesen Einsatz prüft. Und wenn diese Prüfung der Bundesregierung und der Experten positiv ausfällt, diese Tests natürlich dann auch einsetzen und zur Verfügung stellen. Nur so, glaube ich, kann es uns gelingen, wenn wir wirklich das Testen hier auf neue, innovative Beine stellen, sicher durch die nächsten Monate zu kommen. Zum Impfen. Ich glaube, meine Meinung ist hier auch sonnenklar, aber hier nochmal gesagt, die Impfung ist eine sehr große Chance für Österreich, eine Chance, die wir nutzen müssen. Und diese Chance nützen heißt, eine hohe Impfbeteiligung in Österreich erreichen. Eine hohe Impfbeteiligung brauchen wir in Österreich, weil eine hohe Impfbeteiligung das ist, das Menschenleben rettet. Eine hohe Impfbeteiligung öffnet uns die Tür Richtung Freiheit und Normalität. Und genau das ist es, was es braucht, wenn wir an eine Impfstrategie in Österreich denken. Eine hohe Impfbeteiligung fällt allerdings nicht vom Himmel und sie wächst auch nicht auf der grünen Wiese, sondern sie baut auf Vertrauen.
Die Menschen müssen Vertrauen in die Wirksamkeit der Impfung haben und sie brauchen Vertrauen auch in die Sicherheit der Impfung. Und um das zu erfüllen, dieses Vertrauen in der Bevölkerung zu erreichen, braucht es vor allem eines, es braucht eine gute Vorbereitung der Impfkampagne, eine pannenfreie Durchführung dieser Impfaktionen und zum Zweiten braucht es eine ehrliche, transparente Informationspolitik. Diese Chance darf nicht verspielt werden. Diese Impfaktion muss perfekt vorbereitet sein. Und wenn es um das Vertrauen geht, dann ist eines klar, diese Impfentscheidung treffen Leute nicht 5 Minuten, bevor sie in eine Impfstraße fahren oder gar erst dort. Dieser Prozess der Impfentscheidung beginnt schon jetzt. Jetzt entstehen die Fragen. Jetzt stellen sich Menschen Fragen, die wichtig sind zu beantworten, die wichtig sind, um eine freiwillige Impfentscheidung am Ende stehen zu haben. Und wenn ich sage, diese Impfentscheidung beginnt jetzt, stellt sich die Frage, wo stellen die Menschen diese Fragen? Sie stellen sie am allerhäufigsten, wenn es um ihre Gesundheit geht, wenn es um medizinische Fragen geht, in der Apotheke. Sie stellen sie den Apothekerinnen und Apothekern ihres Vertrauens und sie stellen sie ihrem Hausarzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, von Anfang an und nicht erst in einigen Wochen, alle wirklich an Bord zu haben, hier wirklich alle von Anfang an einzubinden, mit Information zu versorgen, nämlich die Gruppe der Hausärzte, die Gruppe natürlich der Apothekerinnen, der Apotheker, aber natürlich auch alle, die in die Organisation und Durchführung von Impfaktionen eingebunden sind. Das sind die Bundesländer, das ist das Bundesheer, das sind alle Hilfsorganisationen, die hier beteiligt sind. Es ist ganz wichtig, dass das eine niederschwellige Impfaktion ist, quasi wohnortnahe Impfaktionen. Das kann man gewährleisten, indem man zahlreiche fixe Impfstationen österreichweit ausrollt, aber auch mobile Impfteams, so wie es ja jetzt zumindest angekündigt wird, einsetzt, die zu den Menschen kommen und nicht erst warten, dass Menschen zu der Impfung kommen. Aber das Allerwichtigste ist, dass es ein gut funktionierendes Anmeldesystem gibt, dass es keine Pannen wie bei den Massentestungen vor einigen Wochen gibt, weil Pannen schwächen die Bereitschaft, an einer Impfung teilzunehmen oder auch an den Massentests teilzunehmen, wie das Ergebnis bei den Massentests ja auch gezeigt hat. Und deswegen muss man alles daran setzen, hier eine pannenfreie Durchführung dieser österreichweiten Impfaktionen in den nächsten Monaten seitens der Bundesregierung und aller Beteiligten zu gewährleisten. Und wichtig ist auch jetzt, die Menschen darüber zu informieren, wer wann geimpft wird. Sie nicht nur darüber zu informieren, wer ist wann dran, sondern warum ist wer wann dran. Ich sehe und höre da viel mediale Spekulation zu diesen Themen. Man hört auch einige Politiker darüber reden. Allerdings die Spekulation verunsichert Menschen und wir sollten auch dieser Verunsicherung begegnen, diese Ängste ernst nehmen, diese Fragen jedenfalls ernst nehmen. Und die Bundesregierung sollte so schnell wie möglich und nicht erst Ende Jänner, wie es in Aussicht gestellt wird, diesen Plan, wer wann geimpft wird, den Menschen transparent zur Verfügung stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Vorschläge liegen auf dem Tisch. Die Vorschläge, um sicher durch die nächsten Monate zu kommen, um weitere Lockdowns für Österreich wirklich vermeiden und verhindern zu können. Und eines ist dabei klar, zurücklehnen können wir uns leider lange noch nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Fragen. Ich darf die verehrten Medienvertreter um ein Handzeichen bitten. Bitte Frau Nindl von ATV. Ich hätte eine Frage zum Thema Freitesten ab dem 18. Jänner. Ich sehe sie gerade nicht, ja, ich höre sie aber gut. Sehr gut. Da gibt es ja innerhalb der ÖVP unterschiedliche Ansichten, wer für die Kontrollen zuständig sein soll. Da sagt der Herr Innenminister, dass die Polizei das eher nicht bzw. nur sporadisch machen soll. Andere Stimmen sagen, das sollen die Wirte selbst übernehmen. Der Herr Matznetter, Ihr Parteikollege, hat schon gesagt, dass es keine Hilfs-Sheriffs in den Betrieben und im Handel geben soll. Würden Sie das ähnlich formulieren oder wie soll das mit dem Freitesten in der Woche nach dem offiziellen Ende des dritten Lockdowns vonstatten gehen? Dankeschön. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Allein Ihre Frage zeigt schon, wie viele Fragen dazu noch offen sind. Es zeigt, dass vieles an diesen Ankündigungen nicht wirklich bis zu Ende gedacht ist und nicht gut durchdacht ist.
Wir haben in den letzten Tagen dazu auch seitens Mitglieder der Bundesregierung oft unterschiedliche Meinungen gehört, was jetzt tatsächlich in dieser dritten Jännerwoche auf Österreich zukommen soll. Das heißt, auf dem Tisch liegt offenbar nichts Konkretes. Mir ist kein Gesetzesvorschlag bisher bekannt. Und ich bin jemand, der immer sehr sachlich an die Dinge herangeht und mir mein Bild dann macht, wenn ich etwas auf dem Tisch liegen habe, das ich auch beurteilen kann. Bisher gibt es viel Spekulation und viele Meinungen und zu Recht viele Fragen, die sich jetzt Unternehmer stellen zunehmend. Gestern viele Diskussionen dazu, weil eines brauchen die Unternehmer, die jetzt so viel in den letzten Monaten aufgrund der Lockdowns auf sich genommen haben, nicht. Sie brauchen keine Unklarheit, keine weitere. Sie brauchen keine Spekulation. Sie brauchen auch keinen regierungsinternen Streit. Was die brauchen, ist Planungssicherheit. Und diese Klarheit hat die Bundesregierung, denke ich, so schnell wie möglich zu schaffen. Und beurteilen kann man das dann, wann dieser Plan seitens der Bundesregierung wirklich am Tisch liegt. Wer das kontrollieren soll? Also ich würde sagen, das muss schon der vorschlagen und durchdenken, der diesen Plan und diese Idee hat, jedenfalls. Und die Frage ist, ob es überhaupt am Ende ein sinnstiftendes Instrument überhaupt ist. Und das ist die Frage, auch das muss man durchdenken. Ich höre ganz verschiedene Meinungen. Und wissen Sie, ich kann jetzt zu 5 Meinungen der Bundesregierung Stellung nehmen und das werde ich nicht machen, weil die Leute sind jetzt schon so verunsichert durch die verschiedenen Meinungen, die sie seitens der Bundesregierung hören. Und ich werde diese Spekulation und Verunsicherung jetzt nicht durch eine weitere befeuern. Danke, Herr Hofer, bitte von der ZIB1. Frau Rendi Wagner, Sie haben an die Eigenverantwortung appelliert. Jetzt kann man das nachvollziehen, wenn es um eigene Familienangehörige geht. Aber glauben Sie wirklich, dass die Leute dann, wenn sie sich selbst positiv testen, das auch melden, offiziell den Weg beschreiten, wenn es um Arbeitsplatz geht oder wenn es darum geht, dass sie sich ja dann isolieren müssten und absondern müssten? Ich glaube immer daran, wenn die Leute den Sinn und den Nutzen verstehen, dass sie dann auch den Regeln folgen, die damit verbunden sind. Und es ist ja damit auch für sie selbst ein Nutzen verbunden, indem sie das Virus nicht weitergeben können. Und da muss man nur einen klaren Plan dafür haben, wie das abläuft. Jemand testet sich, er ist positiv, er isoliert sich und er meldet das unkonventionell per SMS oder Telefon. Da muss es ein System natürlich geben. Ich stelle mir das schon so vor, wenn die Leute den Nutzen dessen verstehen, dass sie das auch einhalten. Man muss es ihnen nur klar und deutlich machen. Diese Klarheit ist in vielen Bereichen in den letzten 11 Monaten nicht gegeben gewesen, da gebe ich Ihnen recht. Aber wäre eine neue Chance. Weitere Fragen? Bitte das Mikrofon verwenden. Danke. Seit einigen Monaten ist es konstant so, dass ein Drittel ungefähr der Menschen uns sagt, sie wollen sich sicher impfen lassen. Und laut Ihren Unterlagen und Ihren Aussagen der letzten Zeit sind Sie gegen eine Impfpflicht. Aber wenn diese Zahl so niedrig bleibt, die es eigentlich in letzter Zeit sogar eher sinkend der Menschen, die sich sicher impfen lassen wollen, wäre eine Impfpflicht auf einer gewissen Basis nicht die Ultima Ratio, wenn man eben so eine hohe Durchimpfungsrate eigentlich braucht, um dem Virus Herr zu werden. Und Spanien plante ja eigentlich da schon auch eine Blacklist sozusagen mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Können Sie sich das für Österreich auch vorstellen? Also das Ziel und das ganz große Ziel von uns allen muss sein, eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Impfung ist wichtig zum eigenen Schutz und auch, indem wir die Gesundheit der anderen damit schützen und aus dieser Krise mit all ihren Folgen und Folgeschäden rauskommen können. Das ist die einzige Chance, die ich derzeit sehe, weil es kein Therapeutikum und kein Medikament gegen Covid derzeit gibt. Das heißt, alle Anstrengung in diesem Bereich muss dahingehend verwendet werden, diese Durchimpfungsrate so hoch wie möglich zu erreichen. Und das geht nur mit vertrauensstiftenden Maßnahmen. Jetzt zu Beginn, nachdem 3 Impfungen oder 5 Impfungen in Österreich stattgefunden haben, über eine Impfverpflichtung zu reden, wäre genau der falsche Weg. Bitte das Mikrofon verwenden. Was halten Sie davon, dass die Spanier, die machen eben eine Blacklist, die wollen sie europaweit auch verteilen mit Namen von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen? Also Blacklists sind etwas, womit ich sehr wenig anfangen kann. Bitte. Bitte kurz Name und Medium nennen. Danke. Tom Herzog, OE24. Die eine Frage hat sich
glaube ich, schon beantwortet, nämlich ob die Wohnzimmertests auch verpflichtend wären. Ja, freiwillig. Ganz wichtig freiwillig. Sind freiwillige, einfache Tests. Ja. Dankeschön. Und die zweite Frage zur Durchimpfungsrate. Ich wollte um eine Erklärung bitten, warum die Durchimpfungsrate so wichtig ist, weil die derzeitig zugelassenen Impfungen können ja nicht Infektionsketten durchschlagen, nur schwere Verläufe eindämmen. Das geht relativ klar aus den Phase 2 Studien hervor. Alles andere ist ungeklärt. Warum ist das so wichtig? Und in einem New York Times Interview hat jetzt der Anthony Fauci gesagt, dass er die Durchimpfungsrate, die Immunitätsschwelle bei Absinken der Impfbereitschaft verändert hat. Er hat gesagt, naja, er sagt halt jetzt mal 75 und dann 80 und dann 85 war der letzte Stand, damit sich die Menschen impfen lassen. Also vielleicht die Erklärung, warum ist das wichtig, wenn man es noch nicht weiß, dass das so funktioniert. Und die letzte Frage auch, Frankreich ist gerade ein Gesetzesentwurf eingebracht worden, wonach die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nur mit entsprechenden Ausweisen möglich ist, also auch hier, weiß nicht, Blacklist etc. Danke. Zur Impfung. Ich glaube, Sie haben einen entscheidenden Satz selbst gesagt. Es ist bisher ungeklärt, ob eine Virustransmission tatsächlich unterbunden werden kann durch eine Impfung. Und das ist deswegen ungeklärt, weil die bisherigen Endpunkte der Untersuchungen, der klinischen Prüfungen nicht dieses Ziel hatten zu verfolgen, sondern die Verhinderung der Erkrankung. Das maßgebliche Ziel war, dass man mit Untersuchungen hier belegen wollte. Das konnte man 95% Wirksamkeit, zumindest was den Pfizer-BioNTech-Impfstoff betrifft, der jetzt in Österreich verfügbar ist. Und in weiteren Untersuchungen wird jetzt derzeit das überprüft, was Sie angesprochen haben, ob die Impfung auch das Potenzial besitzt, bei Geimpften sozusagen die Virustransmission zu unterbinden, was natürlich ein ganz wichtiger oder ein großer Schritt wäre Richtung Elimination oder Ausrottung von Covid, indem wir das einfach stoppen können in diesem Fall. Was jedenfalls auch mit dem Wissen, dass die Erkrankung 95% verhinderbar ist, gegeben ist, dass wir davon ausgehen können, dass Menschen, die nicht erkranken, eine geringere Viruslast haben als Leute, die erkranken. Die haben automatisch eine höhere Viruslast. Höhere Viruslast heißt höhere Ansteckungsgefahr, höhere Infektiosität. Geringere Viruslast heißt geringere Infektiosität. Und schon allein das hat natürlich eine Auswirkung auf die Ausbreitung eines Virus. Also das wissen wir schon jetzt. Und die nächsten Monate, die zusätzlichen Post-Marketing-Studien, wie man sie nennt, werden dann zeigen, ob hier auch eine Virusweitergabe und zu welchem Grad stattfindet oder nicht. Gestatten Sie mir eine kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, die transparente Kommunikationsstrategie ist unerlässlich in Krisenzeiten, wird Ihnen wahrscheinlich jeder Experte da auch zustimmen. Warum vermittelt man von Seiten der Politik und das eigentlich fast geschlossen den Eindruck, als wäre das schon so und unstrittig, dass das die Infektion durchschlagen kann, nämlich auch im Zusammenhang mit Impfpflichten und so weiter. Man hört immer wieder Kollegen, die in ihren Fragestellungen ja davon fix ausgehen. Danke. Also von fix ist keine Rede bei den seriösen Experten und Expertinnen, die ich gesprochen habe, von den Papers, den wissenschaftlichen, die ich dazu gelesen habe. Es kommt immer bei einer Untersuchung darauf an, was ist der Endpunkt? Und der Endpunkt war, wie hoch ist die Wirksamkeit gegen eine Erkrankung? Und die hat man untersucht, die hat man belegt. Das ist das Wichtigste in einer Krise, wo Millionen von Tote weltweit zu beklagen sind. Und aus der Situation heraus hat man dieses Wissen. Man wollte jetzt nicht warten, um die immunologisch weiteren Endpunkte abzuwarten. Aber es ist weiters nicht auszuschließen, dass die Impfstoffe, und Sie wissen auch, dass weitere Impfstoffe in der Pipeline sind, das heißt weitere Impfstoffe im Zulassungsverfahren sind weltweit und auch noch auf den Markt, so hoffen wir, kommen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass da schon Impfstoffe drinnen sind, die durchaus andere Wirkungsweisen haben. Also jetzt fix was anderes, was man nicht ausschließen kann, halte ich für unseriös, weil es ist durchaus realistisch, dass diese Impfstoffe zumindest einen Teil der Virusweitergabe verhindern können. Und von daher finde ich die Aussagen alle seriös, wie sie bisher getätigt wurden. Aber ich gebe Ihnen recht, transparente und ehrliche Kommunikation ist das Wichtigste. Jetzt müssen Sie mir helfen, was Ihre zweite Frage war. Frankreich, der Freifahrts-Öffentlichkeits-Beteiligungs-Persilschein.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt das Vertrauen in die Impfung einmal stärken. Und da müssen alle wirklich ihren Beitrag dazu leisten. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da nicht so viel Spekulation auch herrscht und dass es ehrliche und schnelle, transparente Aufklärung seitens der Bundesregierung gibt. Nicht nur mit Impfhotlines oder mit Websites, die hier geschaltet werden. Ich meine, gestern war ein Fernsehspot der Bundesregierung zum Aufruf zur Covid-Impfung. Und man wurde verwiesen auf die Gesundheitsportal-Webseite Gesundheit.gv.at. Und wenn man dort auf diese Website geht, hat man zumindest auf der Startseite keinen einzigen Link zum Thema Covid-Impfung. Das ist ein bisschen eine Sackgasse in der Informationspolitik in dem Fall gewesen. Also das finde ich zum Beispiel nicht wirklich vertrauensstiftende Maßnahme. Was Frankreich betrifft, denke ich, dass wir nicht jetzt, dass es keinenfalls jetzt Diskussionen darüber geben soll. Warten wir ab. Ich glaube schon, wie Angela Merkel hat gesagt, ich glaube an die Kraft der Aufklärung, ich glaube auch an die Kraft der Vernunft und dass die Menschen den Sinn dieser Impfung und der Impfaktion durchaus verstehen, dass das eine Chance für uns alle ist Richtung normales Leben und dass es auch ohne solcher Mittel geht, eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Aber da braucht es eine gute, verlässliche Informationspolitik. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Eine Frage noch leicht anschließend an den Kollegen. Können Sie sich Vorteile für Geimpfte vorstellen? Also in so Art Goodies, sage ich jetzt einmal, dass wenn man geimpft ist, dass man in Österreich bestimmte Veranstaltungen besuchen kann oder irgendwas Ähnliches? Ich glaube, das ist gar nicht wirklich so zu regeln, sondern das können Veranstalter von sich aus, können solche Zutrittsregeln ja definieren oder Fluglinien, das ist ja schon längst auch im Gespräch. Das ist gesetzlich möglich und daher glaube ich, ist es gar keine Frage, ob ich mir das vorstellen kann. Das wird im einen oder anderen Fall oder Bereich so geschehen. Aber politisch, wenn Sie sagen, Sie sind gegen eine Impfpflicht, können Sie sich dann zumindest solche Goodies vorstellen oder Vorteile, sage ich jetzt mal? Also Vorteile und Incentives sind jedenfalls besser als eine Blacklist, die eher Richtung Bestrafung geht und daher von mir jedenfalls positiver bewertet als das andere. Aber eines ist schon klar, ich glaube, Menschen, also eine Impfentscheidung und Vertrauen kann man sich nicht kaufen. Also Menschen lassen sich durch sowas, glaube ich, nicht kaufen. Wenn sie Bedenken haben und Ängste haben, was die Nebenwirkungen und die Sicherheit der Impfung betrifft, dann werden sie sich durch Goodies nicht davon abbringen lassen, sich nicht zu impfen. Da braucht es schon mehr und da braucht es vor allem eine vertrauensvolle Kommunikation. Und da sind auch die Expertinnen und Experten, glaube ich, die vorne stehen sollten und hier hauptsächlich die Kommunikation führen sollten. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich sehe keine, dann schließe ich hiermit die Pressekonferenz. Danke fürs Kommen.